81, 172, 97, 232, 167, 126, 155, 19, 257, 48, 90, 82, 207, 78, 125, 12, 38, 80. Dreimal soll sie auch bleiben. Also noch einmal 19 und 7 Minuten aktuell. Das heißt eine Rennzeit von ganz genau 38, 39 Minuten. Großer Sieger Hans-Peter Oppwaller in neuer Streckenrekordzeit von 19 Minuten und 5 Sekunden. Also Gratulation und vielleicht bekommen wir einen kleinen Applaus zusammen. Hans-Peter Oppwaller, unsere Nummer 1. Wie gesagt, Streckenrekord 19 Minuten 5 Sekunden. Deutschland 1939 auf dem Blickplatz der Hannes Metzger in 2010 und aber war Fuchsschnür, gell? Abfahrtsfrei die Abfahrt hinunter, die Zeitnehmungstransponder, bitte abgeben, beziehungsweise sich abnehmen lassen, was passiert direkt nach der Zieleinfahrt dort noch einmal hinkommen, bevor sie hinunterfahren und sich einfach den Transponder abzwicken lassen. Dann
ist alles klar für die Talfahrt. Unten wartet die große Siegerung heute ab halb neun, beziehungsweise dann gleich im Anschluss. Bitte aufpassen beim Runterfahren und nicht vergessen den Transponder herum lassen. Ansonsten eine gute Talfahrt und wir sehen und hören uns später unten im Tal. Thomas, das hast du echt nicht alle sagen, nicht? Ja, eben.